Halli, hallo, hallöle. Und da ist es wieder Totenstille im Reich der Finsternis. Reichsgraf. Ja, genau. Im Reich des Reichsgrafen. Tödliche Stille 2.0. Seien Sie auch nächste Woche wieder dabei, wenn Sie uns sagen hören. Ja. Ja, das war's. Wenn Sie uns sagen hören. Und jetzt noch so den Heuballen vorstellen. Ich höre hier doch ein Skelett. Ach, da unten, okay. Ja, da tötet das doch. Töten, ja. Wo bist du denn hingelaufen, Reichsgraf? Oh, eine Sekunde. Ich erlebe hier gerade was Einzigartiges. Was denn? Alter, wie geil ist das denn? Ich habe hier einen Spinnenspawner, aber im Dungeon. Hä? Also nicht wie üblich, ne? Mit Spinnennetzen da umgeben, in so einer Mine. Ach, du meinst so ein Höhlenspinnending. Moment mal eben, ich muss hier gerade welche zur Strecke bringen. So, pass auf, und das Kuriose, was ich gerade erlebt habe, ne? Also den lasse ich auch mal, den mache ich nicht weg. Das Kuriose, was ich erlebt habe, ist, hier war ein Skelett und eine Spinne drin. Und jetzt haltet euch fest, die Spinne hat das Skelett getötet. Die Spinne hat die ganze Zeit das Skelett angegriffen und es auch getötet. Deswegen bin ich immer im Kreis gerannt, weil ich sehen wollte, was passiert und wie der Kampf endet. Hammer, ne? Habe ich noch nie gesehen. Krass. Hammerhart. Oh. Die Höhle ist das. Ach, die. Ah, oh, ja. Weißt du, was das? Ja. Das ist vom Disco Fox gewesen, die Höhle. Hä? Nein, ich bin weit weg. Nein. Da, wo das Skelett ist. Hier bei Kitty. Ach so. Ach, du meintest, du weißt, wo der ist. Eben, hab ich auch gedacht. Also, sonst hätte ich gesagt, gehen wir wo mal den Wo der ist. Da, weißt du, sie wieder. Wo der steht auf dem Markt und verkauft Äpfel. Ehrlich. Ein Benehmen wieder für den Arsch. Wo der ist. Au. Aus welchem Ghetto kommst du? Soll ich die Stadt sagen? Der war gut, ne? Reichsgraf? Schnauze. Verstehe ich nicht. Ghetto kommst du? Ja, weil er weiß, aus welchem Ghetto. Schnauze, Mann! Du erzählst immer zu viel. Ich sage nur, dass du weißt, woher ich komme. Aus deiner Mutter. Aus deiner Mutter! Der war geil! Aus welchem Ghetto kommst du? Lass aus deiner Mama Mutter? Aus dem Spiel. Alter, der war geil! Der war geil! Also, bei meiner Mama macht man keine Witze. Nee, macht man auch nicht. Nee, macht man auch nicht. Reichsgraf, du kennst meine Mama nicht. Nee, also da macht man auch keine Witze drüber. Aber er hat doch nicht gelogen, oder? Ja, nee, aber ich mag diese deine Mutter-Witze nicht. Ja, es war ja kein Witz. Er hat doch gar keinen Witz gemacht. Nein. Egal. Also ganz ehrlich, wenn du da nicht rausgekommen bist, dann müssen wir uns jetzt, also da soll ich auch dem BND Bescheid sagen. Dann müssen wir dich sezieren. Um herauszukriegen, wo du herstammst, wenn du nicht aus deiner Mutter gekommen bist. Das kannst du jetzt überlegen. Soll ich BND anrufen oder gibst du doch zu, dass du aus deiner Mutter bist? Mach doch. Ne? Frau Kitty. Mach doch. Wie dieser Horrorfilm. Ich werde dich töten. Ich weiß, wo dein Pullerpille-Pferdchen geparkt ist. Ja, manchmal kriege ich auch Angst vor mir. Pullerpille-Pferdchen. Pullerpille-Pferdchen. Was ist das denn? Was ist das denn? Ein Pullerpferdchen. Oh, schon wieder Fichtenholz. Ah, Fichtenholz. Die Dame, immer will sie was haben. Oh, der darf ja auch was. Hilfe!
halt. Alter, jetzt! Alter, man stirbt. Tippst du da deine Tastatur? Alter! 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 Ich bin hier gerade wie eine Flipperkugel von den Skeletten hin und her, hin und her, hin und her. Alter, das kann doch echt nicht wahr sein. Doch. Scheiße, ich muss essen, ich muss essen, ich muss essen, ich muss essen, ich muss essen. Ich kann gar nicht essen. Du bist ganz schön verfressen, mein Freund. Alter! Was ist das wieder für eine Scheiße? Eine ganze Horden! Alter, ich hab nur noch drei Herzen! Ich hab nur noch drei Herzen! Bam, bam, bam. Ah, ich weiß natürlich, wer dann Luftsprünge machen würde. Aber. Kitty, dein Traum wird wahr. Sehen wir morgen wieder Reißkraftstier. Boah. Alter, das kann nicht wahr sein. Ich muss mich irgendwie regenerieren können mal. Setzt du dich? Hab ich ausgestellt. So, Penner. Mir ist das scheißegal, ich rotte dich aus und deine ganze Familie. So, wer lacht jetzt? Wer lacht jetzt, du Penner? So hat einer damals auch gelacht. Wir sollten uns vielleicht doch die Schnauze halten. Mach gleich dein Schild hin. So. Na, wo seid ihr jetzt, ihr kleinen Penner? Ach, tot alle. Hm, und ich Level 30. Hm, so spielt das Leben. So. Jetzt kannst du mal sehen, wie der alte Reißkraft schon ist. Wie alt ich bin? Ist ein Pen. Level 30. Ja. Ja, du bist 30. Oder durfte ich das auch nicht verraten? Ich bin... Okay, ich sag's jetzt. Ich bin exakt 7853. Aber erst ein halb. Okay, machst du das jetzt ja auch wieder zu? Was? Achso, ja. Löffelchen geht aber schon zu kennen. Ich weiß. Ja, gut. Achso, nee, das war 69, Entschuldigung. Ich mach ein Loch wieder zu. Reißkraft, komm bitte nach Hause. Ja, ich höre das schon, ey. Was denn? Mir reicht das ja schon, dass du irgendwelche sexuellen Ansprüche hier stellst, aber noch einer ist einer zu viel. Was? Was für Ansprüche? Was wolltest du mir jetzt hier in die Schuhe schieben? Was wolltest du mir in die Hose schieben? In die Hose schieb ich aber gar nichts. Ja, du springst da immer förmlich rein, ich weiß. Bah, jetzt hör auf. Jetzt ist aber. Das ist aber so langsam widerwärtig. Nee, also jetzt ist. Ja, das ist jetzt schon diskriminierend. Ekelig. Geil, geil, sagt er. Geil, ekelig, sagt er. Das ist diskriminierend. Mach bloß weiter. Hör jetzt bloß nicht auf. Du bist jetzt so weit gekommen mit der Diskriminierung. Jetzt mach nicht schlapp. Jahrelang haben wir für die Diskriminierung der Frauen gekämpft. Und jetzt können wir nicht einfach damit aufhören. Für die Diskriminierung. Der war gut. Jahre haben wir alle Schwarze unter Verschluss gehalten. In der Zeit hat sie dann die Steuern hinterzogen. Was? Was? Das hat mich so gefreut, ey, dass sie die dran gekriegt haben wegen Steuerhinterziehung. Weißt du, Miss Feministin, ne, schlechthin und alle Männer am besten ausrotten. Und dann ist sie dran gekommen wegen Steuerhinterziehung. Ich glaube, es haben sich alle Männer einen Ass abgefreut. Ja, nur das Problem ist ja, die hat ja einmal bezahlt und danach war es ja wieder gut. Tja, leider. Und Hoeneß muss den Knast, das ist dann, weißt du, irgendwo müssen dann mal Grenzen gezogen werden. Aber er hatte die Schocks, er hätte ja sagen können, wie viel. Und es kam ja immer wieder was Neues raus. Er hatte ja alles zugegeben. Echt? Er hat ja hinterher nochmal erhöht. Und nee, komm, war so und so viel gewesen. Direkt am ersten Gerichtstag.
Okay. Naja. So weit habe ich das jetzt. Und dann kam noch mehr raus. Ja. Da kam doch jetzt ja noch mehr raus, als er gesagt hat. Ja, er hätte besser irgendwie für eine Frau vergewaltigen sollen. Da wäre er so weggekommen mit. Ja, da geht's. Aber Steuerhinterziehung, das ist natürlich, ne, also das ist das Schlimmste, was er machen kann im Leben. Ne, also nein, besser einen also, umbringen oder so. Nein, da kommst du besser weg. Noch schlimmer ist ja wohl immer noch die Raub kopieren. Die geht 5 Jahre in den Bau, aber wenn du ein Mädchen vergewaltigst, also wirklich ein kleines Kind, gehst du 5 Jahre und kommst bei guter Führung nach 2 raus. Ja, und das ist das, was. Das ist. Aber das Schlimme ist, dass sich da auch wohl nichts ändern wird. Das ist das Schlimme. Deswegen predige ich jedes Mal, wählt mich. Oh nee, bloß nicht. Jedes Mal. Wenn ich mir überlege, dass man heute darüber diskutieren muss, ob Kinderpornografie erst Pornografie ist, sobald noch ein zweites Geschlechtsteil zu sehen ist, wird sich nichts ändern. Da hast du schon recht. Ja. Weißt du, diese ganzen Kinderschänder, die müssten sie im RL hier auch neben so einen Creeper stellen. Ich glaube, da möchten die Creeper selbst nicht explodieren. Aua. Da werden dann die Creeper streiken. Ach, die sprengen sich wegen dem Scheiß in der Luft. Können sie da auch machen. Auch Creeper haben Niveau. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob die Niveau haben. Ich habe auch noch keinen sich mit Nivea einschmieren sehen. Also ganz ehrlich, deine These, die hinkt. Du Klumpfuß, du. Na, vorkomm. Du Klumpfuß. Scheiße, warum ist mein Inventar voll? Scheiße. Oder nice? Ja, es nützt nichts. Ich muss raus hier. Was nützt das, wenn ich hier rumturne und mein Inventar ist voll? Huch. Gar nichts. Dann, würde ich mal sagen, hier wäre auf jeden Fall irgendwie nochmal interessant, vielleicht demnächst nochmal hinzugehen. Mal gucken. Nimmst du mich dann mit? Nein. Nee. Ja, dann halt ich. Dann laufe ich dir einfach nach. Nein, nicht schon wieder. Sascha, hatten wir doch erst, ne? Ja. Oh. Muss mal eben Entschuldigung. Oh nein, Entschuldigung. Was? So fängt sie immer an. Ist das denn hier? Was? Von Steglitz. Wovon redet sie? Nein, mach das Bärse weg. Nicht. Der hat einfach mein Bett abgebaut und da ist er jetzt drüber gebaut. Boah, die perverse Ratte. Was? Nein. Wohl. Immer diese Lügen. Ja. Kann gerade nicht mehr weiterbauen. Was? Warum wieso nicht? Kannst du wieder nicht weiterbauen? Hast du wieder keine Arme und keine Beine? Nein, ich habe kein Cobblestone mehr. Dann sagen wir aber nicht mehr genug, um noch was zu bauen. Wirklich viel. Ja, warum sagst du denn nicht Frau Steglitz Bescheid? Nie sagt sie das. Weil mir das gerade erst aufgefallen ist. Das hört sich so an, als wenn du da... Ach ja, alle warten darauf, dass die Mühle gebaut wird und du so... Ach ja, ach... Mir ist das gerade, als ich runtergegangen bin, neu zu holen, aufgefallen. Jetzt sei nicht so zu mir. Ach ja. Ja, so. 15 Minuten sind vorbei, sag ich mal was. 15 Minuten sind vorbei, jetzt sag ich mal was, geil. Ach, geile Sache. Ihr seid fies zu mir. Wer holt Bier? Du. Yeah. Bier! Werden wir doch noch belohnt. Oh, aber jetzt ohne Scheiß. Ein schönes, eiskaltes Mineralwasser könnte ich jetzt auch trinken. Am besten San Miguel. Was? Eiskalt. Ach, das ist Mineralwasser mit Blubberbläschen, weißt du? Ah, ja. San Miguel. Okay. Oh, ein kühles San Miguel. Ich hab sogar noch San Miguel.
Selbst importiert aus Spanien. Ja, selbst mitgebracht. Ein paar Paletten noch. Gleich ein paar Paletten. Sag schon, gleich der ganze LKW hast du mitgebracht. Das darf ich jetzt nicht offiziell sagen, weißt du, wegen Zoll und so, ne? Kennst du. Bio ohne Geschmack, ja. Nee, San Miguel schmeckt richtig, richtig lecker. Bio ohne Geschmack. Schau dir gleich die Pft weg. Die Pft weg. Und du weißt, wenn ich die Pft weghau, dann bleibst du dabei nicht, ne? Jetzt sieht das eklig aus. Lass bitte die Hände über dem Bett, über der Bettdecke. Ach, Reißkraft, hör auf. Reißkraft. Hat er dich geknutscht? Oh. Nein. Nein, bloß nicht. Nein. Oh, scheiße, da kitzeln die Lippen von, ey. Boah, das kann ich nie haben. Da kitzeln voll die Lippen. So, wohin geh ich denn jetzt? Nein, Hilfe. Das kitzelt, das kitzelt, das kitzelt, das kann ich nie machen.